Mein lieber Freund, ich möchte dir heute mein neues Projekt vorstellen, das ich im Grunde genommen für mich selber entwickle. Aber ich möchte es nicht für mich behalten, sondern auch gerne mit dir teilen. Und wenn es dir hilft, so würde ich mich darüber sehr freuen. Es ist ein Projekt. Es ist nicht etwas, was wir als Muss verstehen müssen. Jeder Mensch hat eigene Praxis, eigene Erlebnisse, eigene Herangehensart, wie er mit jemandem anders umgeht oder wie er insbesondere mit Gott umgeht. Ich suche aber für mein Leben ständig nach Möglichkeiten, Gott mehr in meinem Leben zu erleben, Gott zu erfahren, und ich suche nach Verbindungen mit Gott, die effektiv sich in meinem Leben erfüllen. Das ist eine dieser Möglichkeiten, die ich für mein Leben gefunden habe, auf diese Art und Weise Gott zu suchen. Dieses Projekt hat mich veranlasst, eine Bibelstelle, die ich dir jetzt gerade gleich vorlesen werde. Das ist aus 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Verse 16 bis 18. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Diese Bibelstelle hat es in sich, insbesondere der Gedanke der Bibelstelle. Es hat mich sehr lange Zeit gestört und ich habe Gott gefragt: Herr, wie kann ich immer dankbar sein? Seid dankbar in allen Dingen. Klar, ich kann dankbar sein, wenn es mir gut geht. Was ist dann, wenn es mir nicht gut geht? Und ich habe für mich ein Rezept gefunden, tatsächlich festgestellt, wie wunderbar es ist, Gott in jeder Situation wirklich dankbar zu sein. Wir öffnen unseren Geist dafür, dass Gott uns heilen kann. Dass Gott uns auch in schwierigen Situationen zur Seite stehen kann. Wir verfallen nicht in Panik, sondern bekommen Freiheit von der Schwierigkeit, die gerade um uns herum ist, und können uns auf Dinge orientieren oder Dinge sehen, die wir vielleicht in der Panik nicht sehen und wahrnehmen würden. Betet ohne Unterlass. Das war das nächste Ding, das ich in meinem Leben nicht verstanden habe. Wie kann ich ohne Unterlass beten? Mittlerweile ist es so, dass meine Gedanken, sobald sie nicht intensiv arbeiten, die landen immer wieder bei Gott. Und ich verstehe genau das, dass das dieses Gebet ohne Unterlass ist. Dass Gott immer wieder zu mir reden kann. Dass ich immer wieder Gott verherrlichen kann. Dass ich immer wieder mit Gott sprechen kann. Meine Gedanken, mein ganzes Leben ist immer bei ihm. Das heißt, ich bin in ständiger Unterhaltung mit Jesus. Hier steht nicht, bittet ohne Unterlass. Hier steht, betet ohne Unterlass. Das bedeutet, es ist ein Gespräch. Ich öffne mich für den Heiligen Geist, damit er mich inspirieren kann, damit er mit mir reden kann, damit er mal auch zu mir sprechen kann. Und wiederum bin ich derjenige, der auch sich mit ihm austauscht, indem ich meine Gedanken, meine Fragen an ihn stelle und dann zuhöre und von ihm zurückbekomme. Und wenn ich diese Dinge verstanden habe, dann ist dieser Anfang des Abschnittes gar nicht so schwer. Seid allezeit fröhlich. Ich kenne jemanden an meiner Seite, der übernatürlich ist, der mächtig ist, der stark ist, der mein Vater ist, der mein Freund ist. Das ist für mich zum Grund der Freude in jeglicher Situation geworden. Ich wünsche mir, dass du dieselbe Freude mit Gott erleben kannst, in jeder Situation. Es wird dir Lösungen bieten, es wird dir auf Auswege zeigen, es wird dich durch Schwierigkeiten hindurchtragen. Und du wirst sehen, dass der Heilige Geist in der Lage ist, zu dir in jeder Situation deines Lebens zu sprechen. Du wirst in der Lage sein, seine Stimme zu hören, auch dann, wenn alles andere zu dir schreit. Du wirst diese Stimme des Heiligen Geistes in deinem Herzen wahrnehmen und verstehen können. Deswegen habe ich dieses Projekt für mich gestartet, damit ich einfach in der Freizeit, wenn ich diese Möglichkeit habe, dass ich Gott verherrliche. Das heißt, ich bete ihn an, ich wiederhole sein Wort, spreche mit ihm durch das, was er mir in der Bibel verheißen hat. Hauptsächlich wird es sich darum drehen, dass ich einfach Bibelstellen, die mir ganz wichtig geworden sind, in dieser Art und Weise wiedergeben werde. Diese Bibelstellen selbst immer wieder für mich wiederholen werde, indem ich einfach diese Bibelstellen mir anschalte und wenn ich freie Zeit habe, immer wieder einpräge. Und wenn du darauf Lust hast, diese Bibelstellen auch kennenzulernen, über diese Bibelstellen nachzudenken, kannst du an diesem Projekt teilhaben.
Ich lade dich dazu herzlich ein. Und wenn du Vorschläge hast, wenn du wichtige Bibelstellen hast, die du gerne mit mir teilen möchtest, dass ich die vielleicht auch nochmal in dieser Art veröffentliche, dass wir vielleicht darüber gemeinsam nachdenken, so bist du herzlich willkommen, mich anzuschreiben, zu kontaktieren und diese Bibelstellen mitzuteilen. Ich wünsche dir dabei bei diesem Projekt Gottes Segen. Möge sein Wort dich verändern in dem Sinne, dass du zu einem Menschen wirst, der Gott anbetet, der fröhlich ist und der in jeder Situation des Lebens immer einen guten Ausweg findet und sich auf Gott verlässt. Er ist nämlich dein Vater.